Herr Specht, Mannheim ist Modellstadt. Sie haben gerade hier die Zeremonie zur Gründung des New Mobility Forum mitbegleitet. Welche Rolle spielt neue Mobilität für Sie in Mannheim? Eine ganz zentrale. Wir sind ja die Geburtsstadt des Automobils und des Fahrradverkehrs mit Karl Benz und Freiherr von Dreis hier in Mannheim. Deswegen haben wir eine besondere Verantwortung als Städte überhaupt in Deutschland, dass es uns gelingt, den öffentlichen Nahverkehr so zu individualisieren, dass alle Formen von Mobilität durch ihn abgebildet werden. Das ist eine Riesenchance für unsere Städte, aber ein Stück weit natürlich ein großer Beitrag zum Klimawandel, aber auch ein wichtiger Beitrag, um den Wohlstand in unseren Stadtregionen zu sichern. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse der VDV-Tagung hier in Mannheim. Nun sind das ja strategische Themen. Sie haben aber auch auf der Kurzfristagenda die Aufgabe, Fahrverbote für Mannheim abzuwenden. Kann der öffentliche Nahverkehr, kann neue Mobilität da einen Beitrag leisten? Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja ausgewählte Modellstadt und sind jetzt die ersten Monate am Laufen. Man merkt, dass Preissignale eine Wirkung haben, aber nicht die entscheidende Wirkung. Es kommt darauf an, auf Taktung, auf Frequenz, auf das Angebot insgesamt im ÖPNV. Und dazu zählt eben nicht nur Bus und Bahn, sondern eben dazu gehört das Leihfahrrad, genauso wie der E-Scooter oder die Carsharing-Angebote oder eben auch On-Demand-Services. Das heißt, volle Ausnutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung, um tatsächlich die Menschen so einfach, wie es nur irgendwie geht, auf ein System des öffentlichen Verkehrs zu bringen. Und dann haben wir eine Chance, tatsächlich auch noch mehr Verkehr in den Städten ökologischer abzubilden. Und sehen Sie sich denn finanziell dazu in der Lage, diese Verkehrswende zu gestalten? Also meine große Hoffnung ist, dass wir aufhören, nach Sektoren das zu betrachten, sondern dass wir eine Sektorenkopplung kriegen. Das heißt, dass wir den Energiebereich, den Verkehrbereich, aber insbesondere alles, was energieintensiv ist, zusammen behandeln. Und ich setze schwer auf einen Emissionszertifikathandel, wo der Verkehr mit integriert ist. Ich bin enttäuscht, dass wir in der Grundsteuerdebatte zum Beispiel zu wenig das Thema Möglichkeiten für Nahverkehrsabgaben mit berücksichtigt hat. Da wäre eine Chance gewesen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir im Emissionshandel das Verkehrsthema abbilden und dann davon eine große Scheibe eben auch für den Ausbau des ÖPNV und für neue Angebote, für neue Mobilität dann auch möglich machen. Sie haben die Grundsteuer angesprochen. Das ist jetzt eine Rahmengesetzgebung des Bundes, die Sie als Kommune dann entsprechend ausfüllen könnten. Wie steht es denn um das Thema Zuschüsse aus Bundes- und Landeshaushalt? Fühlen Sie sich als Kommune da entsprechend gut aufgestellt? Also als Kämmerer einer Großstadt weiß ich natürlich, dass es immer mehr sein kann, aber es muss erwirtschaftet werden. Und die Frage ist, wie erwirtschaften wir das intelligent? Und darum geht es eben darum, dass wir, sagen wir mal, dass der Verkehr auch an Kosten verursacht, dass man die in das System bringt und insbesondere der klimaschädliche Teil und diese Mittel, die dann im System sind, eben auch zweckgebunden für den Ausbau des ÖPNV einsetzt. Das ist eigentlich die Zukunft. Und dazu gehört eben auch Thema wie Sektorkopplung. Es ist zwar ein Fehler, dass wir Stadtwerke und Verkehrsunternehmen auseinandergenommen haben, in vielen Städten zum Beispiel, weil Sektorkopplung funktioniert eben nur dann, wenn beide Systeme miteinander harmonieren. Und da wird der Weg jetzt dahin gehen, dass wir auf der Basis auch von Digitalisierung im Prinzip diese Fehler korrigieren. Sie sprechen jetzt aus Mannheimer Sicht, aus Großstadtsicht. Sie sind ja aber auch im Aufgabenträger Verkehrsverbund Rhein-Neckar eben an führender Stelle, Zweckverbandsvorsitzender. Wenn Sie jetzt mal die Klammer größer ziehen und auch eben ländliche Gebiete, Landkreise, deren Sicht einbringen, gibt es da eine einheitliche Linie? Also da wird es auch darauf ankommen, dass wir Verkehr in ländlichen Räumen und strukturschwachen Räumen ermöglichen. Wir als Verkehrsverbund Rhein-Neckar tun das für fast 3 Millionen. Wir haben strukturschwache Gegenden, ländliche Räume mit dabei. Da geht es eben um eine gelebte Solidarität in einem Verkehrsraum. Das machen viele Verkehrsverbünde. Da können wir in der verbundsübergreifenden Zusammenarbeit noch weiterkommen. Ich hoffe sehr auf das Thema Mobility Insight, dass das eine Dynamik entfaltet, die deutlich macht, was Verbünde auch gemeinsam bewerkstelligen können. Nichtsdestotrotz wird die Herausforderung gerade auch im ländlichen Raum sein, über besondere On-Demand-Verkehre, also eine Weiterentwicklung des Ruftaxis, aber bis hin auch zu ersten Angeboten fürs autonome Fahren, dort Mobilität auch zu ermöglichen.
Stichwort On-Demand, Bedarfsverkehre. Unser letztes Treffen war bei Roche, einem großen Pharmakonzern, der hier einen Standort in Mannheim hat, der sich bemüht hat, die Mobilität seiner Beschäftigten mit zusammen mit Yoki auf eine neue Basis zu stellen. Wie hat sich dieser Pilotversuch entwickelt? Also wir haben den ja begleitet, auch als Stadt Mannheim. Es war ein interessanter, ein großer, wichtiger Arbeitgeber, der diesmal angeboten hat. Aber es zeigt natürlich, dass der Aufwand enorm groß ist und natürlich auch die Störanfälligkeit im System noch verbessert werden muss. Ich denke, es waren positive Erfahrungen, die man gemacht hat, auf denen wir aufsetzen können, um dann zum Beispiel von der RNV hier in unserem Gebiet einen On-Demand-Verkehr zu entwickeln, der tatsächlich auch dann nennenswerte Effekte hat. Herr Specht, vielen Dank für dieses Interview. Danke auch.